bei einem Espresso mit Marco Buschmann, die kleine, konzentrierte Portion Politik hier aus Berlin-Mitte. In dieser Sitzungswoche haben wir die unendliche Geschichte auf der Tagesordnung. Der Soli wird beraten im Deutschen Bundestag. Und eigentlich muss man sich an den Kopf fassen. Die Sache ist mal 1995 eingeführt worden, damit die Leute alle mit herangezogen werden, die deutsche Einheit zu finanzieren. Diese Lasten laufen aus und deshalb gehört diese Abgabe natürlich weg. Und das ist deshalb auch besonders dringlich, als dass hier alle sagen, Achtung, die Konjunktur bricht ein. Wir müssen etwas dafür tun, dass die Unternehmen erfolgreich wirtschaften können. Die müssen in der Digitalisierung investieren können. Und was macht man jetzt? Man schneidet nur einen Teil vom Soli weg, aber die 50% des Aufkommens, die die Familienunternehmen, die kleinen Unternehmen in Deutschland belasten, die lässt man stehen. Ist total widersprüchlich, deshalb sagen wir, der Soli muss komplett weg. Aber wir haben natürlich noch mehr kreative Ideen für die Steuerpolitik. Warum nutzen wir das nicht auch als Hebel, um etwas für Ostdeutschland zu tun? Beispielsweise, indem wir sagen, wir richten dort digitale Freiheitszonen ein, also wo wir Investoren auf der ganzen Welt nach Ostdeutschland locken mit weniger Bürokratie und weniger Steuern. Oder wir wollen natürlich nicht nur was für Unternehmen tun. Meine persönliche Lieblingsforderung von uns hier im Bundestag ist, weg mit der Steuererklärung für normale Arbeitnehmer. Weil was du an Gehalt bekommst, das muss dein Arbeitgeber sowieso digital ans Finanzamt geben. Und echt, in Zeiten von Niedrigzinsen hat keiner von uns, von den normalen Arbeitnehmern, so hohe Kapitaleinkünfte, dass man da noch extra was erklären müsste. Und ich könnte es jetzt beliebig fortsetzen, will sagen, das Finanzamt hat eigentlich alle Daten, die es braucht. Die schickt uns den Entwurf. Wenn wir den für in Ordnung halten, machen wir ein Häkchen dran. Und vorbei ist es, Zettel zu suchen, Belege, Bescheinigungen auszudrucken und das in dicken Stapeln an den Steuerberater oder wo sonst auch hinzuschicken. Das, finde ich, sind drei Ideen, die man sofort schnell auf den Weg bringen könnte. Und dafür steht die FDP im Deutschen Bundestag, nämlich schnelle, smarte Ideen für eine bessere Steuerpolitik.